Und hiermit herzlich willkommen zu Mario Party Jamboree mit Ellie. Nee, Phoenix. Der Phoenix ist auch dabei. Das war jetzt ein bisschen abgehackt, sorry. Naja, wir kennen es ja. Nintendo Switch Online erweitere dein Spielerlebnis. Soll ich mal sagen, auf zum Ballon. Ach ja, warte. Bin noch ein bisschen verpeilt. Pauline braucht immer. Stimmt. Fängt ja schon gut an. So, mit Freunde. Also, welche Map möchtet ihr denn? Goomba Lagude, Mega Wickler Sneckerwald, Meisterwürfler Motodrom oder Westernland? Also ich bin für Wiggler. Und du, Ellie? Mir ist das so egal. Okay, dann Wiggler. Tempo schnell. Luigi? Nee. Nee, zu langweilig. Ja. Bowser. Komm, wir brauchen ein bisschen Ladies-Unterstützung. Warte. Bei Jungs. Dann nehmen wir halt eben Daisy oder Peach. Ja, komm, nimm Peach. Der guten alten Zeiten nur eben. Nee. So, und los geht's. 20 Runden, 150 Minuten Action und gegen die Kopf knallen. Bewegungssteuerung aus. Wichtig und richtig. Genau. Wollt ihr nicht vom Fernseher rumtanzen? Nee, danke. Der erkennt das Safe eh nicht so genau, wie es ja wie bei Just Dance. Du machst das und der erkennt die Note nicht. Oh nein, ich habe das Falsche ausgewählt, ne? Ja, ich war gerade... egal. Alle nochmal zurück! Nee, ist egal, wie du es willst. Ne, wenn schon, dann richtig. Zum Ballon. Oh mein Gott. Fängt dir gut an. Ein bisschen Verpeiltheit. Ja, ich musste bis 20 Uhr arbeiten. Na gut, dann halt nochmal. So, Wiggler. Niemand will dich, Mario. Doch, Biro. Ich nehme gerne einen Startvorteil. Ende. Ich auch. Ellie kriegt 8 Sterne Startvorteil und ich krieg 5. Oh, das ist nett. Keine Sonderwünsche hier. Ey, du wolltest aber nicht damit andeuten, dass ich schlecht bin, oder? Es geht schon los. Ich verzieh mich da mal. Tschüss. Geht es unter euch aus. Was knittert? Willkommen. Hier entscheidet sich, wer der Superstar wird. Dann erkläre ich mal alles. Ein Forst, in dem ein riesiger Wickler friedlich schlummert. Süße Düfte ziehen durch die Wipfel. Wir haben sogar Piranha-Pflanzen gerne Schläfchen. Wird sein Pflänzchen aufgeweckt, wird es sicher sauer. Der hiesige Honig dient zur Erzeugung vieler Süßigkeiten. Wer dabei hilft, ihn zu ernten, wird mit Münzen belohnt. Man kann auf Mega-Wickler spazieren, aber Vorsicht, manchmal wird er sauer und läuft ein Stück weiter. Wer eine Spielbrettrunde abschließt, erhält Münzen. Berücksichtigt das bei eurer Strategie in Ordnung? Oh nein, ich will nicht.
Boah. Nice. Nice. Ich find das scheiße. Können wir nochmal neu? Na mal losgewürfelt und alles Gute. Der erste Stern befindet sich auf dem Mond. Dann wollen wir mal. Oh, jetzt habe ich den Erfolg bekommen. Party-Neuling. Wow. Ja, komm, übertreib nicht direkt. Der hackt. Eindeutig. Ja, eindeutig, ja. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ich habe mich noch gar nicht so groß umgeschaut. Oha. Nö. Ich muss mich erstmal umgucken. Ich habe hier überhaupt noch gar keinen Überblick. Brauchst du nicht. Einfach laufen. Wie, der ist kurz vom Stern. Ich glaube, ich bin einen Umweg gelaufen. So ein Mist. Egal. Das macht mir gar nichts. Weil oben steht 15 Felder bis zum Stern und dann bin ich links abgebogen und stand da 11. Boah. Gib alles. Phoenix darf das Minispiel nicht gewinnen. Peach aber auch nicht. Ich schaff sowieso nicht zum Stern, weil ich falsch abgebogen bin. Ja, das habe ich erst überlegt zu kaufen, das Wiggler-Glöckchen. Wiggler. Ihr verlasst mich alle. Was kaufe ich denn mal? Das musst du wissen. Na komm. Was macht Birdo für Geräusche? Birdo ist im Pfad. Es hört sich an, als wäre Birdo im Stimmbruch. Lass Birdo! Knisterblitzkarussell. Ach du Scheiße. Weiche den Hindernissen auf den Karussell aus, wer eine Blitzbarriere berührt, fliegt raus. Oh Gott, nee, du, nö. Kann man hier auch schubsen? Okay, oh nein. Ja, mein Controller hat einen Delay. Oh. Shit, wie kommt man denn? Hallo, ich bin hier. Springen. Shit. Oh, Scheiße. Yay. Hallo, könnt ihr mal warten? Spielt ihr eigentlich auch mit Joy-Con? Weil es gibt da immer eine Sache, die verwirrt mich immer total. Ich spiele mit dem Pro-Controller. Ich spiele mit den Coin-Dingern da. Nein. Ach, Mist. Ich finde es verwirrend bei diesen. Hallo, herzlich willkommen zu Stream und viel Spaß. Oh Mann. Naja, fängt ja schon mal gut an hier.
Mein Bauchgefühl sagt mir, ich würfel eine 5. Passt. Ja, ist klar. Ja. Als ob der kurz vom Stern ist. Hättest du nicht da links abbiegen können? War mir zu weit. Damit du es auch nicht vermasseln kannst. Ich werde es nicht nutzen und werde es verkacken im nächsten Zug, das weiß ich ganz genau. Endlich mal höre ich wirklich mehr als eine 2. Ach komm, Ereignispunkt. Oh, für den Bonusstern. Oh. Aufstehen! Hey. Jetzt bist du am Stern vorbei, sonst wärst du hingekommen. Sehe ich gerade. Jetzt wurde dir der Stern verwehrt. Boah. Ups. Das hast du extra gemacht. Hey, komm mal. Ich glaube, die schrettet dich gerade. Was macht ihr mit mir? Einmal eine extra Runde. Jetzt schaffst du es wieder zum Stern, potenziell. Aber gut, am Geld mangelt's. Naja. Vielleicht wirfst du eine 1 und dann schaffst du es trotzdem noch. Jetzt rein, sie würfelt jetzt zu viel. Der arme Wiggler. Der kann sich gar nicht ausruhen. So fühle ich mich auf Arbeit, wenn Ruhe ist. Kaum setze dich hin, kommen sie alle. Ja, ist klar. Oh, ich habe ein Déjà-vu. Ich will nicht. Ach, das? Das ist so gemein. Ich muss erst mal ein bisschen... Ah, okay. Die blöden Affen können eh nix. Hey. Yes. Shit. Geregelt. Toll, jetzt bin ich Letzte. Es gibt sogar einen Erfolg. Ich habe mich ein bisschen erkundigt bei dieser Datenliste, weil ich ja 30 Erfolge brauche, um alle Bretter freizuschalten. Wenn du in den letzten 5 Runden von Platz 4 auf Platz 1 kommst und gewinnst, kriegst du einen Erfolg. Oha. Das könnte der schwerste sein, glaube ich. Ich hoffe, wir können Mario als Jamboree-Partner bekommen. Wie willst du das anpassen, dass du von Platz 4 auf Platz 1 kommst? Oh. Gleich 2 Sterne kaufen. Hast du immer mit deinem Jamboree-Partner hast. Hast aber auch nur für 3 Runden. Ich nutze jetzt mal mit Absicht meinen Würfel nicht, um zu demonstrieren, dass ich jetzt eine 1 würfeln werde. Mein Glück in einem Zug festgehalten. Oh. Und du drückst aus Versehen auf Nein. Was war nicht nein? Heute ist Gegenteiltag. Wir versuchen, dass sie noch gewinnt und den Erfolg kriegt. Aber immerhin habe ich den ersten Erfolg, mein erster Stern bekommen.
Herzlichen Glückwunsch, ich bin ja keine schlechte Verliererin. Ich sag mal so, wenn du genug Münzen hättest, hätte ich es in dir gelassen. Aber sonst hätte es ja jetzt jemand anders gemopst. Bödo, ich glaube, du solltest in der nächsten Runde deine Glocke einsetzen, sonst kommt er zum nächsten Stern. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da komme ich knapp vorbei. Aber kannst noch mal gucken. Nein, da kommst du wirklich da vorbei. Nein, du kommst da hin. Oh. Ja, dann nutzt die Glocke. Kannst ruhig machen. Falls es so einen Flitzstern gibt. Ich habe nicht mal geguckt, wo ich lang müsste. Ich habe einfach irgendwas gemacht jetzt eben. Dum, 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 dum. Ich gehe zurück zum Start, ziehe jetzt hier Münzen ein. Ich habe ein Déjà-vu, ich komme hier gar nicht weg. Schlimmer als Monopoly. Oh. Achso. Achso, sie musste irgendwas machen. Oh nee. War typisch wieder. Die doofe Ziege. Die greift eh mich an, weil ich Erster bin. Die überlegen nicht mal, wo sich's am meisten Sinn macht. Die wählen einfach immer den, der am Ersten ist. Oh. Was passiert denn da? Ich bräuchte Hilfe bei der Honiglese. Je höher der Ertrag, desto mehr Münzen gibt es als Belohnung. Nochmal viel Glück, Ellie. Was muss ich denn machen? Hier sind 3 Bienenstöcke, die man anstoßen kann, aber nicht aus allen kommt Honig, wenn man das tut. Was? 2 Versuche hat man, um Honig zu bekommen. Erwischt man aber den Stock voller böser Bienen, ist Schluss. Wer nicht trifft, den Dreck. Oder das ist wie bei Animal Crossing. Ach, Scheiße. Wow. Bravo. Ui. Ein Versuch wäre noch übrig. Ich hätte links genommen. Das ist wie Russisch Roulette, genau. Aber 16 ist eine gute Ausbeute. Hm. Komm bald mit mir, ich brauche Münzen. Ne, Dreierwurf. Oh ne, das... Oh, das ist aus Mario Party 4. Oh, das habe ich damals geliebt. Oh, super. Das bedeutet, wir verlieren. Ja. Da habe ich früher immer die Mitte getroffen. Ey, ich habe nicht mal einen drin. Was ist das für ein... Gott. Wie schmeißt man denn die Bälle weniger hoch? Wenn du ganz kurz musst du warten, bis dein Charakter im Fallen ist. Also du springst ja und dann fällt er und wenn die fällt, musst du schmeißen. Oh, ich habe wenigstens seinen eigenen Spiel geschlagen. Ja, das ist hier ein bisschen anders. Aber ich muss ihn erstmal einspielen. Eine Siegessträhne ist vorbei. Sacre bleu. Guck mal, Birdo, du bist von Platz 4 auf Platz 3 hoch. Wow. Gibt's ja auch ein... Warte mal. Oh, das ist ja wirklich der Stern. Verdammt. Du
Und deswegen setzt du auch die Doppelwürfel ein, ne? Ich mache das aus dem Grund, aus zweierlei Gründen. Die dumme Peach wird ja sowieso die Glocke einsetzen. Mist. Und vielleicht kommt der Stern dann zu euch hoch. Hoch? Ich bin immer noch am Anfang. Vielleicht kommt er jetzt zum Anfang. Ja, herzlichen Glückwunsch. Applaus. Bravo. Der ist in deiner Nähe. Ja, hinter mir. Jetzt bin ich zumindest erstmal pleite. Ah, 10 Münzen. So viel dazu. Ich bin pleite. Ja, hier hast du über 10 Münzen. Natürlich. Und jetzt kriegst du nochmal 10 Münzen in den Rachen geschoben. Warum hat der immer so ein Glück? Ich weiß es nicht. Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Passt wie Faust aufs Auge. Komm schon, gib mir eine 9 oder eine 10. GG. Ich hab ja eh genug Münzen. Ich hoffe, ich komme auch auf Rot für den Unglücksstern. Ich komme sogar auf Rot. Das ertrage ich nicht mehr. Ah, jetzt greift mich Peach dann sowieso an, weil ich wieder 20 Münzen habe. Aber ich glaube, sie braucht 50 Münzen, um von dir einen Stern zu klauen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, die klaut ja sowieso Münzen und die klaut immer, die CPUs klauen immer vom Erstplatzierten. Ganz oben. Toll, hinter mir. Ja, genau. Vierte Runde. Insgesamt 24 Runden und ich hatte immer noch keinen Block. Ich glaube, die spart auf den Geist, Sternklau. Ach nee. Ey, was sagen wir dazu? Ich sag besser nicht, was ich gerade denke, sonst wären wir hier noch gesperrt. Oh. Ach, mittlerweile ist Twitch eigentlich sehr kulant. Oh, da unten wieder. Nein, Peach, was machst du? Komm, nimm mich. Oder mach. Ach, gegen uns alle? Okay. Ja. Ich hab grad Laune. Ja, mach mich arm, Peach, mach mich arm. Oh nein. Abel-Trampolin, was war das denn? Ach da. Oh nee. Was? Oh nee. Ach, das ist ja voll. Nee, ich will nicht. Oh Gott, das wird. Ich muss als erstes raus. Das ist ein Minispiel, wo ich sage, die Koalition anderer Spieler müsste weg. Da behindert man sich ja gegenseitig. Nein! Oh, nee. Also mittlerweile ist der Minispielstern eher bei Phoenix. As always. Nee, aber bei dem Spiel hatte ich auch Probleme. Minispiel. Das ist nicht leicht. Zumindest hat es noch kein einziges Mal geleckt. Noch nicht, sag's nicht zu laut. Oh, du kannst dir Mario mitnehmen. Kostet Geld? Wir müssen doch umkämpfen, wenn wir nicht spielen. Ach ja, das auch noch. Danke für dein Follow, Marco. Ui. Ich will den aber nicht mitnehmen. Aber Birdo.
Ja, Birdo, die wird sich freuen, erst recht um Peach einen auszuwischen.